Ist was passiert? Das ist auch nicht immer leicht mit mir, was? Sagen wir mal, langweilig ist das Leben mit dir auf keinen Fall. Wir sagen, unser Mann ist König. Jawohl, da bist du dir doch zu retten. Das Ding ist gelaufen, was? Mensch, ihr seid ganz gemeine Schweine. Mensch, Ralf, nun mach mal nicht so eine Brühe. Fahr doch bloß in Ulk. Was ist denn da unten schon wieder los? Los, Ralf, komm weg, bevor hier was losgeht. Warum denn? Ich mach's doch nicht. Herr Meinke, halten Sie die Karre fest. Die haben die Telefonzelle demoliert. Komm weg hier, sei nicht blöd, sonst sind wir dran. Ach, mich kennt doch sowieso hier jeder. Moment mal, mein Freundchen, hier geblieben. Herr Meinke, sehen Sie sich das an. Ralf, dass du dich nicht schämst, wenn das Ach, dein nee. Vater... Ach nee, ausgerechnet der junge König, der Sohn des Abgeordneten. Der Herr Abgeordnete schwingt große Töne, in jeder freien Minute möchten die Leute ihre Aufbaustunden machen und der Herr Sohn... Halt mal die Luft an, Alter. Halt den Schnabel. Und der Herr Sohn demoliert alles, so habe ich mir das gedacht. Da muss doch die Polizei verständigt werden. Lassen Sie mal, Frau Hellriegel, ich nehme die Brüder mit zum ABV. Dann kann der mal sehen, was die, die immer über andere Leute das Maul aufreißen, selber für Früchtchen haben. Da wird sich dein Herr Vater aber freuen. Macht Spaß, ja. Ne? Werden das Kletterstangen für die Ameisen? Wer den Schaden hat, ich hab Maulwürfe. Ach nee, Maulwurf, sagen Sie. Mhm. Ach, und wer turnt an den Stangen hoch, oder wie sehe ich das? Hat mir mal jemand erzählt, man muss Stöcker in die Gänge stecken. Damit kann man sie vertreiben. Das möchte ein Gärtner gewesen sein, Sie. Erzählen Sie doch mal das trockene Ding daraus. Da, linke Hand. Hm? Ja. Na und? Der Mann macht mir Spaß. Na und? Seit wann gehen Maulwürfe an die Wurzeln? Na was denn? Sie meinen, ich habe Wühlmäuse? Ja. Oh Gott, haben Sie meine Bockwurst, Chef? Ja, habe ich. Das ist ein Tierfreund. Morübe tut's zwar auch, aber hier, hepp! Was soll denn das? Einmal dürfen Sie raten. Ja, kalt und ohne Senf. Sie können Ihre Mäuse auch mit Sauerbraten füttern. Ist noch was von gestern da. Ach, Mäuse. Ich habe Kohldampf. Na, ich dachte, Sie wollen sie mit Gift einstreichen. Aber Gaspatronen sind besser, Sie. Gaspatronen? Ist das überhaupt erlaubt? Ja. Oi, das ist ja eine schöne Bescherung. Das kannst du laut sagen. Ha. Wenn das mit den Tierchen so weitergeht, dann sieht der ganze Garten aus wie ein Bauplatz. Ach ja, apropos Bauplatz, wir wollten vom Vorstand sowieso mal mit dir reden, Kollege König. Was ist denn mit den Neubauten der Anlage? Wird nur die Hälfte weggeweist und es wird endlich entschieden, welche? Endlich, fragt ihr. Paul, du könntest viel dicker sein, wenn du dich nicht immer um ungelegte Eier kümmern würdest. Nein. Was fragst du denn? Das ändert sich dann doch x-mal. Kennt man doch. Was kennt man und was ändert sich x-mal? Beschlossen, dass ein Teil der Anlage wegkommt, wenn es mit dem Wohnungsbau weitergeht, Jörner, und? Ja, aber welcher Teil? Mensch, die Gartenfreunde werden langsam kribbelig. Sieh mal, wir haben doch hier hinter der Anlage die Halde. Sieh mal, Richard. Ja. Wenn man die Neubauten hier hinten auf die Halde setzen würde, dann bliebe doch die ganze Gartensparte erhalten. Das ist doch viel zu weit weg von den anderen Häusern. Aber im Grün. Und an der Begrenzung entlang könnte man eine Straße legen. Aber das wäre doch viel zu schmal für eine Straße. Da gehen doch die ganzen Leitungen durch die Anlage. Strom, Gas, Kanalisation und so weiter. So verrückt. Dann graben Sie die ganze Gartensparte genau, um. Das wird doch was mehr. Nee. Wenn gebaut wird, dann hier, wo schon alles anliegt. Alles andere wäre doch Wahnsinn. Das wäre auch volkswirtschaftlich gar nicht zu vertreten. Ah, Volkswirtschaft. Und der Nutzen der Kleingärten für die Volkswirtschaft,
Wozu haben wir denn einen Abgeordneten, wenn er nicht unsere Interessen vertritt? Aber Paul, das Wichtigste ist doch nun mal der Wohnungsbau. Bitte, ich trage die Sache vor, natürlich, trotzdem ich das persönlich für ein Hirngespinst halte. Aber lass mal, Paul, ist doch immer dasselbe. Mitdenken sollst du aber nur so, wie die oben das sehen. Sonst siehst du schief. Habe ich damit was gegen den Staat gesagt? Ach, du. Aber lassen Sie sich mal nicht ärgern, Herr König. Sie könnten auch viel dicker sein. Außerdem klären wir hier die Sache bestimmt nicht. Was heißt denn hier klären? Das war unser Vorschlag. Hast du Sülze? Hausgemachte. Oh. Hausgemachte. Meine Frau hat mir für heute Abend eine Überraschung versprochen, wenn ich da zu spät komme. Hängt der Aussehen schief, he? Genau! Dann kommen Sie doch mal zum Essen zu mir! Ich möchte meinen Plan bei der Versuchung auch übererfüllen! Naja, wenn sich's einrichten lässt! Hey, die Suppe ist noch nicht fertig! Oh, was hast du denn an? Ich werde mal das Wirtschaftsgeld kürzen. Denkst du, ich habe eine Prämie gekriegt. Gratuliere, und was hast du mir gekauft? Du kannst heute Abend eine Scheibe Wurst mehr essen. Vielen Dank, hat geklingelt. Ja? Namen, Frau König. Ralf? Um Gottes Willen, ist irgendwas passiert, Ralf? Ist was mit dem Moped? Nee. Ja, das heißt nicht, dass Sie denken, Unfall, Frau König. Nein, es ist nur... Na, nun kommt doch erst mal rein. Was ist denn mit den Jungs? Was machen Sie denn da? Jetzt ist die Polizei da. Ja, so sieht's aus. Also du demolierst Telefonzellen. Ich bin's gewesen. Na, ich hab das Ding an Ralfs Moped angebunden. Ihr seid aber von allen guten Geistern verlassen. Stellt euch doch mal vor, jemand muss dringend einen Arzt anrufen. Na ja, Moment mal, Gerhard, darüber haben wir schon gesprochen. Worauf's mir jetzt... Wisst ihr denn überhaupt nicht mehr, was ihr mit euch anfangen sollt? Na, lass erst mal sachlich. Ach, sachlich! Reden. Um ihre Strafe kommt die Jungs nicht drum rum. Ich weiß ja, dass es Mist war. Und für den Schaden müssen sie aufkommen. Na, der Abend ist ja gelaufen. Ja, das kannst du laut sagen. Woher kommt diese Geschichte? Nur von dieser Eckensteherei, von dieser Rumgammelei, weil ihr nicht wisst, was ihr mit euch anfangen sollt. Nee. Wo würde ich mal sagen? Was? Nicht so sehr das was. Wo sie was mit sich anfangen sollen. Na wo? Von der Straße müssen sie runter. Das ist doch ganz einfach. So einfach ist das nicht, Herr König. Wenn wir nun drüben in der Kneipe sitzen, dann gibt's Stunk. Na, das wäre ja noch schöner. Dass ich euch ja nicht erwische, Ralf. Und auf der Straße gibt's auch Stunk. Wenn sowas vorkommt? Na, sieh mal, Vater, bring ich sie alle mit in eine Wohnung. Ach, das fehlt doch noch, dann können wir nämlich ausziehen. Na, sag mal, und der Dreck, der hier reingetragen wird? Das will ich doch gar nicht, Mensch. Also, das ist doch wahr. Wir brauchen was, wie wir mal was losmachen können. Was zur Belohnung? Ein Raum oder... Wir würden doch auch mitmachen. Na klar, Vati. Mal allen Ernstes, Gerhard. Hier muss sich was ändern. Wie es noch mehr Ärger gibt. Du bist doch nur Abgeordneter. Aber natürlich, ich werde mit dem Rat der Stadt reden, dass der Plan fürs Laufen ja geändert werden muss. Wir haben da so Ideen bekommen. Ich bin doch nicht euer Treppenterrier. Nee. Aber es gibt auch noch ein Jugendgesetz, falls du das vergessen hast. Entschuldigen Sie, meine Nachbarn hatten mir erzählt, vor ihrem Haus war eine große Schlägerei. Und ihr Sohn sei in die Scheibe der Telefonzelle gestoßen worden. Guten Tag. Nanu, was verschafft mir denn die Ehre? Och, ich war gerade mal im Haus und wollte guten Tag sagen. Und ob was anliegt. Was bei uns so anliegt, das wissen Sie doch. Aber das ist aber schön. Ach, Sie mussten zur Post wegen der Zelle, was? Das ist eine Oma. Ja. Naja, ihr Sohn, der kommt langsam ins Lauseralter, was? Ja. Aber wie war es denn nun wirklich? Jeder erzählt was anderes. Die Zelle total demoliert? Das ist ja ungefähr die sechste Variante. Nein, die haben den Hörer abgerissen. Ach so. Na, das reicht ja auch. Ja, natürlich, aber sowas passiert nicht zum ersten Mal. Bitte? Noch nie Beine gesehen? Das ist echt nicht so schön. Gucken Sie ruhig noch ein bisschen. Aber worum geht's denn nun wirklich? Ich kenne Sie doch. Wissen Sie, mein Herr Sohn, der hat da was bei mir ins Rollen gebracht. Die Leute haben ja recht, wenn sie schimpfen, dass die Halbstarken da an der Ecke rumstehen und gammeln. Aber was sollen die machen, wenn die mal unter sich sein wollen? Was uns fehlt, ist ein Jugendclub. Ja. Aber den kann ich doch nicht allein bauen.
kann man sich doch mal was einfallen lassen. Reden Sie mal dem Generalauftragnehmer rein. Dass man sich selber was baut. Was wir im Moment brauchen, sind Wohnungen. Wohnungen, Wohnungen, nochmals Wohnungen. Ja, und weil wir das alle begriffen haben, hören wir auf, uns zusätzliche Gedanken zu machen. Man kann doch außer diesen Schlafstädten oder Schlafvierteln auch mal einen Jugendclub bauen. Ich meine, so einen kleinen. Clubs und so weiter. Das sind Nachfolgereinrichtungen. Ich meine ja zusätzlich und selber. Mein Gott, so ein kleiner Bau? Und Material und Arbeitskräfte. Hm? Wenn man will, geht alles. Außerdem habe ich als Abgeordneter den Auftrag dafür zu sorgen, dass für die Jugendlichen was getan wird. Deshalb bin ich doch bei Ihnen. Ja, aber wir beide allein, wir können da gar nichts machen. Eben, aber Ihre Unterstützung hätte ich. Ach, Unterstützung. Ach, Sie sehen doch eine Möglichkeit. Was heißt Möglichkeit? Man müsste mal in der Kommission drüber sprechen. Naja. Aber vorher mit dem Bürgermeister. Sie sollen sofort den Bezirk anrufen. Auch das noch. Weißt du, was Sie wollen? Ich soll was vom Tiefbau streichen, wir sollen dort aushelfen. Und da kommst du mit sowas. Also pass auf. Paragraph 28. Die örtlichen Volksvertretungen, die staatlichen und wirtschaftsleitenden Organe, sichern entsprechend dem Plan die materiellen und finanziellen Voraussetzungen. Steht hier. Pass mal auf. Damit du nicht gleich Möbel aus deiner Bude abzweigst, suchst erstmal die Stelle, wo steht, wer mir die Baukapazitäten gibt. Aber bitte entsprechend dem Plan, steht doch drin. Aber wenn du natürlich und wenn überhaupt kein... Jetzt mach mal eine Pause und hör auf, damit so zu tun, als wenn jeder von uns gegen einen Jugendclub ist. Ich halte mich an das Gesetz und die Jugendlichen halten sich auch nur daran. Dann halte ich mal sehr fest, dass du nicht auf die Nase fällst. Ach Mensch, wir bauen und bauen. Na eben! Und ein Club ist zurzeit im Neubaugebiet nicht drin. Ich will dir mal was sagen. Dieselben Jugendlichen, die heute zu dir kommen und sagen, wir wollen einen Club, die kommen in 2 Jahren zu mir, auch mit dem Gesetz zur Förderung junger Ehen und sagen, wozu brauchen wir einen Club? Laut Gesetz müssen sie mir eine Wohnung geben. Und deshalb geht Wohnungsbau vor. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, vielleicht fällt dir dabei eine Lösung ein, aber Neubau ist nicht drin. War mir von vornherein klar. Lass ihn doch erst mal reden. Wird nicht, oder? Nee, beiß keiner an. War das sowieso bloß die große Geste? Quatsch du nicht dauernd dusselig. Bei wem war denn Alter? Ach, bei allen möglichen. Na, vielleicht sagt das auch nur, weil es ihm zu viel war. Da kennst du meinen Vorfahren schlecht. Wenn der mal ja gesagt hat, rammelt der los wie ein Stier. Und dann kannst du den zu Hause abschreiben. Schön gewesen wär's schon. Aber keine Leute, kein Material. Die alte Leier. Wir sollen selber sehen, was ich machen lässt. Na, wie denn, Mann? Bei meiner Cousine haben sie im Keller einen Club eingerichtet. Das ist auch so ein Neubau. Was denn hier bei uns in der Stadt? Ach wo? Na, die Keller sind auch viel zu klein. Meine Mutter kriegt auch schon Krämpfe, weil sie alles wegschmeißen muss. Das kannst du auch vergessen. Man müsste wissen, wo die mal was abreißen. Dass man an die Steine rankommt. Was denn? Selber was bauen? Irgend so eine Bude. Na klar, Mensch, das wäre schau. Meine Fresse, die hat Nerven. Die Platten hier willst du nicht gleich nehmen. Brauchen wir bloß noch einen Kran und das ist ja kein Problem. Zeig's mal nicht so blöde. Wartet mal. Um Gottes Willen, der baut schon. Halt doch mal deine Schnauze, komm, hast du mal eine vernünftige Idee da? Lass ihn doch, wer doof ist, ist doof. Aber meinst du, dass das reicht? Reichen müssten die vielleicht. Na, dein Vater ist auf dem Bau. Leute, theoretisch ginge das. Flachbau, klar. So lang? Nee.
Also... Der Spind. Aber wo soll denn das Ding hin? Und wie kriegen wir hier die Platten weg? Und wenn sie bis hierher gekommen sind, dann werden wir sie wohl auch wieder wegkriegen. Na, jedenfalls Material hätten wir erstmal. Mensch, Leute, wer da mit so einer Bude auf der Halle? Wo? Mensch, hinten hinter den Gärten, da ist doch nichts. Da kommt keiner hin, da meckert das keiner an. Ralf, du musst mal mit deinem Alten reden. Am besten wir fahren hin und peilen die Lage. Hier gibt's ja allein zu sehen, nicht? Nur keine Pilze. Ist es noch weit bis zu dem Platz? Quatsch, wir sind gleich da. So, das reicht jetzt. Los, komm jetzt, wie schwierig hier. Aber nach dem Regen, da müssten doch so viele. Ralf hat gesagt, hier gibt's welche. Und ich hatte im Garten noch so viel zu tun. Mutti, Party! Ja? Was denn? Wir haben welche gefunden. Wo? Was? Oh, Gerd, komm mal hierher. Wo denn? Laufende Meter nach hinten. Oh, na, da hat sich ja doch gelohnt. Schön. Komisch, nicht? Alle auf einer Stelle. Ja. Und alle wie hingezaubert. Brauche ich erst mal frühstücken, ich habe einen Bärenhunger. Ja, da ist eine schöne Stelle. Oh ja, ich habe auch Kaffeedurst. Mein Sohn. Du, Vati, hast du nicht auch solchen Hunger wie ich? Und wie? Was liegt denn hier rum? Das sind doch Bauplatten. Hm? Wie kommen denn die hierher? Sachen gibt's. Die gibt's gar nicht. Bitte zum Frühstück. Boing! Ja. Danke. Wir haben schon gefrühstückt. Hey, hallo! Guten Appetit. Danke. Danke. Wir begrüßen Sie im Jugendclub von Derenburg. Aber leider ist es zurzeit noch etwas sonnenvollkommen bei uns. Was ist? Dank der Unterstützung unserer Volksvertreter wird sich das rasch ändern. Was soll denn das? Herr König, Sie sitzen gewissermaßen nicht in, sondern auf unserem Club. Was mach ich? Vati, Mensch, du sitzt auf unserem Baumaterial. Wie findest du das? Liegt schon ewig hier. Kriegt keine Ahnung mehr danach. Na, ihr könnt Ideen haben. Der Gedanke ist gut. Der Gedanke ist sogar großartig, ist der. Ja, wenn die wirklich hier schon so lange lagern. Ewig. Ja, aber irgendwem müssen die doch gehören. Wir wüssten auch schon, wo wir bauen. Auf der Halde. Aber das ist doch weit und breit nur direkt, ist doch nicht euer Ernst. Du guckst dir da erstmal an, ist ein tolles Gelände. Wir fahren sie fix mal hinter. Oder haben sie Angst, mit uns zu fahren? Ah ja, komm. Schade. Schade. War ein sehr schönes Picknick, Komm gleich wieder. Ach. Sag mal. Der ganze Ausflug ist wohl bloß wegen der Platten geplant, Mir schwand da sowas. Und die Pilze? Gekauft. Nee, Jungs, hier wird das nicht. Das ist ja viel zu weit weg. Ja, das ist es doch gerade. Hier stellen wir weiß Gott keinen. Aber überleg doch mal, was das für ein Aufwand wird. Das muss es doch gar nicht, Herr König. Der will ein Kulturhaus. Oder was improvisiert? Na, schon die Energie. Ihr braucht doch elektrisch Licht. Eine Baustellenlaterne tut's doch auch. Na, und vom KIP da können wir vielleicht ein paar Fässer locker machen. Richtig, als Sitze. Prima ist Idee. Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Ich verstehe euch ja, aber wenn ihr hier ein Zelt aufbauen würdet, wäre das was anderes. Aber so ein Bau... Naja, lassen Sie doch. Geht eben wieder nicht. Mit deinem Alten kannst du einpacken. Ach, gehen, tut es. Aber so ein Bau, der muss projektiert werden. Wieder die ganze Bürokratie auf den Plan rufen. Gar nicht, aber wenn die Statik nicht stimmt und euch das Dach auf den Kopf fällt. Und da muss Wasser her. Das brauchen wir überhaupt nicht. Kinder, stellt euch doch nicht auf die Hinterbeine. Das Ding muss baulich und hygienisch vertretbar sein. Ja, und da muss es feuersicher werden. Noch was?
Man muss doch Nägel mit Köpfen machen. Na wo denn dann, Vati, wenn wir hier nicht bauen können? Wo gebaut wird, lässt es doch sowieso keiner hin. Ich glaube, ich wüsste, wo es geht. Froh. Sag doch schon. Nee, nee, nun lass doch mal. Ich hab da so eine Idee. Noch ein Spiel. Ist gut, ich warte. Wo warst du das Schönste für die Mäuse? Weder noch ein Bier. Und was ist mit sortimentsgerecht? Naja. Also noch einen kurzen für jeden. Ein Pilzkur, immer gut. Und somit erfülle ich sortimentsgerecht. Prost. Sie sind ein Gauner, Prost. Was liegt denn an, dass sich die Ehre uns vergnügen? Krach mit der Frau Gemahlin? Ach nee, ist ja bei Ihrer Sorte nicht, oder? Chef, was würden Sie von einem Anbau halten? Was? Ja. Warum denn das? Saal für einen Schwurf am Gartenfest und fürs Tänzchen bei der Versammlung, lang doch. Und was wollen Sie denn mit dem Anbau? Die Stadt braucht einen Jugendclub. Stimmt. Aber nicht bei mir. Hier wäre aber die beste Möglichkeit, einen anzubauen. Die Jungs müssen von der Straße. Naja, das ist wahr. Immer dieser Ärger. Erst neulich mit der Telefonzelle. Solange ich hier wird, bin hier nicht. Das wäre ja auch ein Geschäft für Sie. Mehr Umsatz, mehr Gäste. Mehr? Weniger. Ja. Übergrauen Sie mir. Der Disco-Lehren. Und Umsatz, die? Und das? Da kennt der Herr Abgeordnete wohl die eigenen Gesetze nicht. Mit Cola macht er wirklich nicht Vertrieb. Richard, es geht doch nicht nur um deinen Umsatz. Wir reden vom Umsatz. Wieso muss ich für eure Jungs die Verantwortung übernehmen, wenn ihr sie zu Hause nicht haben? Was heißt denn ihr Verantwortung übernehmen? Die Sache wird so gebaut, dass die völlig unter sich sind. Und für sich handalieren. Was heißt wird? Hat der Vorstand? Ist das schon beschlossene Sache oder wie sehe ich das? Nichts hat der Vorstand. Das ist eine Anfrage von mir, ob das möglich ist. Nichts hat der Vorstand. Ist gut. Welcher Seite der Kantine denn? Na, da hinten. Was? Ja. Na, das ist richtig. Ich würde der Sache zustimmen. Das ist, dass man nicht mal mehr im Garten seine Ruhe hat. Und das Obst geklaut wird. Zum Klauen braucht man keinen Club. Das geht auch so. Wovon willst denn du einen Jugendclub bauen oder anbauen? Müsst du denn noch zu retten? Aber ja, ich habe das Baumaterial schon da vorliegen. Was hast du? Baumaterial, Platten. Platten, die im Wald vergammeln, die Jungs haben die entdeckt. Ja, schlag mich tot. Aber ja. Irgendjemand müssen die Dinger dafür hören. Natürlich. Selbst wenn. Auch wenn du sie für einen guten Zweck maust. Die Maus bleibt die Maus. Wie stehst du denn da? Abgeordneter stiehlt Volkseigentum. Aber ich gehe doch der Sache nach. Geh erst zum Rat mit der Sache. Entschuldigen Sie mal, wenn ich mich mal einmische. Ich hatte ein Gespräch mit angehört, rein zufällig. Ist interessant, was Sie da sagen mit dem Plan. Ja, ich meine, wenn es Ihnen recht ist, könnte ich mir die Dinger mal angucken. Ich meine, inwieweit die überhaupt verwendungsfähig sind. Und wie viel Sie brauchen für so einen Anbau. Na, wenn Sie ein Fachmann sind, das wäre ja ausgezeichnet. In mir hätten Sie einen ganz guten Handwerker. Na, gucken wir uns die Dinger doch mal an. Ja, so. Neue sind es natürlich nicht. Aber mit der Menge, na, mit der Menge müssen wir hinkommen. Teure Schmiere mit dem Ausbessern. Oh, ich habe auch noch andere Interessenten. Bei dem Preis... Trotzdem teuer genug und mit der Nacharbeit der volle Preis, wenn nicht noch mehr. Mein Gott, über den Preis lässt sich da reden. Außerdem, wo wollen Sie denn im Moment neues Material herkriegen? Ist ja schon gut. Für den zweiten Schlafraum reicht's. Schade, meine Frau wollte noch eine Terrasse dazu. Haben Sie denn eine Datsche oder ein Palast der Republik? Da kommt was, hören Sie's? Ja, los, da weg hier. Das kann der König sein. Ja, bloß wie wegkriegen. Mit Kran müssten wir es schaffen. Eigentlich zu schade für ein Weh hier, boah, ne? Geschenkten Marsch, guckt man nicht ins Maul. Das Aufgaben, morgen fangen wir an. So ein Klack, die Dinger wegzuholen. Was haben Sie denn vor? Was wollen Sie denn mit den Platten? Was gehen Sie denn die Platten an? Mich? Na, das kann ich Ihnen genauer sagen. Das ist hier nämlich für den Bau bestimmt, ne? Ach nee, da ist einer aufgewacht. Die sind unser, da schiebt sich nicht zusammen. Ja, zeigen Sie mir doch mal Ihre Genehmigung. Hä? Was denn für eine Genehmigung?
Finderlohn könnte uns eins beanspruchen. Also doch ein krummes Ding, was? Schwarzabfahren, nee. Die sind für den Rat bestimmt, da wird ein Anbau draus. Ich habe ja schon mit so einer... Wer? Ja, so eine Kommission, die hat mich zum Gutachten bestimmt. Nicht wahr? Verstehst du? Nee, ewig und drei Tage liegt das Zeug hier rum und urplötzlich da... Das ist doch ein Witz. Ich habe hier meinen Anteil dran. Mit mir kann man hier reden. Ein Anteil ist keine Genehmigung. Geschenkt, die sind für den Rat und der hat Vorfahrt, klar. Mann, die LPG braucht die Dinger genauso dringend, nicht? Also haben sie nun Papier oder haben sie keinen? Na, lass doch mal. Sie können ein paar Platten von uns kriegen. Ich meine, wenn... Ich will ein Papier sehen, sonst geht unser Vorsitzender auch zum Rat. Mir ist doch wurscht, wer das Zeug kriegt. Aber hier geht es doch eben um gesellschaftliche Interessen. LPG ist auch gesellschaftlich. Also Moment, was ich brauche. Also nur quatsch mal keine Soße, Kumpel. Wenn das Ding so läuft, dann sage ich dir, wer zuerst da ist, mal zuerst. Bitte? Kriegst deinen Teil. Aber natürlich ist es dringend. Ja, ich warte. Was denn, es liegen keine Platten draußen? Aber natürlich. So nie davon gehört. Aber diese... Ja, nein, danke, das nützt mir dann nichts. Ja, mach ich, ja. Was ist denn? Der Kollege ist erst ein halbes Jahr im Amt. Ich muss mal einen Termin schaffen. Ja, hallo, bitte mal jemand, der für Baumaterial zuständig ist. Ja, Kollegen Kreisig. Anstelle von anderen. Sie sind ein ganz ausgekochter Charmeur. Wie bitte? Nein, Sie doch nicht. Verzeihung, wer ist denn dort? Materialplaner Kreisig. Ja, guten Tag, Kollege Kreisig, hier Bergner. Es geht um Bauplatten. Ach, Verzeihung, Sie sind hier sicher falsch. Aber wir haben doch hier keinen Bevölkerungsbedarf. Von uns können Sie auch keine Bauplatten kriegen. Ja, wir haben ja welche. Wir brauchen keine... Also da sind Sie doch falsch verbunden. Ich gebe Ihnen mal den dafür zuständigen Kollegen. Moment mal. Hallo, hier Bergner, Rat der Stadt, Kollege. Draußen an der Landstraße nach Tegern liegen alte Bauplatten. Wieso, das weiß ich nicht. Folgendes... Ja, draußen an der Landstraße nach Tegern. Ach, da draußen? Tut mir leid, dafür sind wir nicht zuständig. Das ist Kreis. Da müssen Sie sich an den Rat des Kreises wenden, notfalls dann an den Rat des Bezirks. Mein Schwein pfeift, da fehlen welche. Mann. Ob das denn Olla schon war? Ach, hätte er doch gesagt. Ne Mensch, dann waren es andere. Klar, die nicht erst auf sämtliche Ämter rennen. Muss er doch blöd, man denkst du, der kann klauen? Ja, bloß andere machen doch auch nicht so viel Ruß, das siehst du doch. Mist, Elena, wieder alles futsch. Und was machen wir nun? Polizei muss her, wenn einer klaut. Und wer? Weißt du doch nicht, beweis es erstmal. Mensch, und wenn wir Wache schieben? Ja, klar. Ja, klar. Aber nachts komme ich nicht weg. Bei mir wird's auch schwierig. Ruhig, Leute. Vater macht einen Plan. Du, das ist der Mann von der König. Na und? Der ist doch Abgeordneter. Ach, du meinst wegen der Beschwerden? Das stimmt. Dann soll er sich mal unsere Kunden genau ansehen und richtig hinhören, was sie uns alles an den Kopf hauen. Wozu sollst du dann noch freundlich sein und lächeln? Na, kriege ich nur meine Rüppchen heute noch oder nicht? Ja, doch. Sofort geht's weiter, junge Frau. Vielleicht kontrolliert ja auch nur seine Frau. Oder? Na, hoffentlich. Bitte. Du, ich hole doch lieber alle Filets nach vorne. Und einen Räucherschinken mitbringen. Mhm. Weiter. Das ist ja gut, bitte. 14. Na, was du denn hier? Ich wollte dir nur sagen, ich habe doch noch 4 Karten für das Gackspiel bekommen. Ja? Na, dann werden sich die Kinder aber freuen. Du, deswegen musst du aber nicht gleich Schnaps kaufen. Ich wollte dir ein bisschen unter die Arme greifen. So, na, dann kannst du gleich die beiden Netze mit Kartoffeln und Getränken nach Hause schleppen, ja? Ralf, wie du wieder aussiehst. Krempel dir doch wenigstens die Ärmel hoch. Du hast mir gerade noch gefehlt. Sag mal, kriegst du das Ding nicht wieder zusammen? Schwesterchen, misch dich doch bloß nicht immer in Sachen ein, von denen du gar nichts verstehst. Wenn dich die Hellriegel hier erwischen, das Vati erzählt, dann ist der Teufel los.
Ja, ich werde mit dem Moped noch das ganze Haus in die Luft jagen. Und die Hellriege vorne weg. Sag mal, was willst du denn überhaupt hier? Die Schrumpfzugkutschine ist vorläufig nicht drin, du. Na, das sehe ich ja, da muss ich eben laufen. Ach so, du, Vati hat für Donnerstag noch 2 Karten mehr bekommen. Wirklich? Mensch, prima. Donnerstag? Ja. Komm. Mittwoch, Kalle. Nee, Donnerstag kann ich nicht. Mann, du warst doch so wild auf das Gastspiel. Es geht nicht. Junge, Junge. Und Vati hat die halbe Welt verrückt gemacht, um Karten zu ergattern. Es geht trotzdem nicht. Na, warum denn nicht? Das kann ich nicht sagen. Mensch, Ralf, komm. Sei doch kein Frosch. Ach. Also ich verstehe das nicht, dass er nicht kommt. Wir können nicht länger warten, sonst schaffen wir es überhaupt nicht mehr. Ich habe ihm die Eintrittskarte auf Schlüssel gelegt. Das da findet er sie in jedem Fall. Die Karte hätten wir doch noch verkaufen können. Na, wieso denn das? Entschuldige mal, weißt du was? Nein, bloß. Vielleicht wartet er am Eingang auf uns. Ach, jetzt gehen wir. Deine Eltern sind doch eben weggegangen. Ja, ja. Schönen Abend noch, Valerie, ne? Akademisch Mixen stellen wir uns Ihnen vor. Ich hoffe, dass Sie beglückt sind und leihen uns Ihr Ohr. Denn was uns rief vor Jahren satirisch auf den Plan, das werden Sie jetzt erfahren, wir fangen gleich damit an. Es ändern sich die Zeiten schnell, fast schneller als das Wetter, doch manches ist noch aktuell. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Hätten wir die Karte doch verkaufen können. Vielleicht kommt er noch. Wo willst du so spät noch hin? Nur so. Aber was ist das alles gegen das Tohuwabohu auf der Mädchentoilette? 5 Jungs aus dem 4. Schuljahr habe ich eben rausgezogen. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Ach was. Der kann was erleben. Oder Hans Dübogenex. Ihr Sohn Bodo Estrich ist in der Kaufhalle von einem Helfer der VB beim Diebstahl einer Flasche Schnaps gestellt worden. So sieht's nämlich aus. Noch nicht mal von einem richtigen Polizisten. Ja, das war doch wohl ein dummer Jungenstreich. Waren ja auch dumme Jungen. Bring ich natürlich in Ordnung am besten. Sie schicken die Rechnung gleich an die Klinik meiner Frau. Oder noch besser, Sie überweisen mir alles als Konto. Bring ich in Ordnung, stehe dafür gerade. Meinen Sie nicht, Sie sollten sich vielleicht mal ein bisschen um Ihren Sohn kümmern? Wie meinen Sie das? Ja, bieten Sie Ihrem Sohn noch einmal persönlichkeitsbildende Erlebnisse innerhalb Ihrer Familie. Ha! Ja, aber erlauben Sie! Ich habe meinem Sohn zum Beispiel die Teilnahme am Internationalen Gynäkologenkongress in Weimar ermöglicht. Mit anschließender Führung durch die Grüfte von Goethe und Schiller, falls Ihnen die Namen was sagen. Und ich konnte ihm interessante Tiefblicke in meine elektronische Zuarbeit zum Jahrbuch über Mikromodultechnik. Sehr interessant, diese Mikromodule natürlich sehr klein, aber ungeheuer Modul, sehr Modul. Sehr interessant. Aber sagen Sie mal, waren Sie mit Ihrem Sohn Bodo vielleicht schon einmal draußen im Wald? Im wo? Na, im Wald. Ha! Würde ich ja gerne. Ist aber nicht reinzukommen mit dem Wagen, was Sie alles abgesperrt haben. Nein, auf diese Art und Weise werden wir wohl nicht weiterkommen. Wir werden mit Bodo selbst sprechen. Bodo, komm mal bitte. Ich bin der Lehrer, der Bodo kommt gleich. Bodo, komm hierher. Komm. Du hast mich sehr enttäuscht, Bodo. Sehr enttäuscht. Gerade du, der du nie auf der Mädchentoilette warst. Bodo, hast du uns nichts zu sagen? Weißt du eigentlich, warum du hier bist, Bodo? Bodo, warum hast du gegen die Prinzipien meiner sozialistischen Erziehung verstoßen? Warum? Bodo, haben wir zu Hause nicht genug Schnaps?
Ich habe nicht viel Zeit, Bodo, wegen der Aufsicht, ja, aber eine Frage. Warum stiehlst du ausgerechnet nach der Auswertung des pädagogischen Kongresses? Na, komm mir nur nach Hause. Da reden wir aber im Wörtchen miteinander. Mehr wollte ich ja nicht. Jetzt ist aber Schluss. Würdest du uns bitte erklären, warum du heute um Mitternacht nach Hause gekommen bist? Junge, wir machen uns Sorgen. Na also gut, von den Bauplatten sind einige verschwunden. Was? Naja, und wir schieben nur abwechselnd Wache, um den Kerl zu kriegen. Was denn du da draußen nachts allein? Ach, ja. Aber Junge, warum hast du uns denn das nicht erst gesagt? Der kann Kabel. Alf, wir haben sie. Das sind die von der LPG. Der Schuster fährt. Was ist denn für ein Schuster? Der heißt Schuster. Mein Vater hatte mal mit dem zu tun. Vati, jetzt muss sofort was passieren, sonst sind die Platten weg. Gerhard, jetzt kannst du gar nichts machen. Ja, ich 10 Minuten weg. Passt mal auf, und wenn ihr wisst, wer die Platten hat, ist doch gut, dann könnt ihr euch an die Leute halten. Mensch, Mann. Aber Helga, wenn wir jetzt nichts unternehmen, dann sind die Platten auf Nimmerwiedersehen. Kommen Sie mit runter, ich hab's Moped unten. Andererseits, das ist eine blöde Geschichte. Ich kann doch nicht von mir nichts, dir nichts von der Arbeit wegbleiben. Ihr habt Nerven. Wir können ja bald ein Baubüro aufmachen. Ich muss jetzt weg. Ja, wir müssen alle weg. Tschüss allerseits. Tschüss allerseits. Vati. Komm, schieb ab. Ich werde das schon regeln. Schieb ab. Regeln. Aber wie? Scheiße, wa? Ja, ja. Moment mal! Ja? Sie fahren hier die Platten ab? Ja, genau. Kann ich mal die Nutzungsgenehmigung und den Transportauftrag sehen? Da kann ja jeder kommen. Für sowas gibt's bei uns keinen schriftlichen Auftrag. Für den Zeugnis, wenn Sie hier irgendwas irgendwo abfahren, dann müssen Sie einen Auftrag haben. Ja, ja, Moment, Moment. Mensch, das Zeug liegt hier rum. Kein Hahn kräht danach. Was ist los? Wie das Zeug hier vergammelt, da kannst doch die LPG für den Wegebau benutzen. Ich bin Abgeordneter beim Rat der Stadt. Auch das noch. Der Vorsitzende macht uns zum Minna, du. Die Prämie kannst du vergessen. Das Material liegt hier nicht rum. Das ist für einen Jugendclub bestimmt. Ach, dann soll's wohl Junge kriegen, weil es so lange draußen lag. Also die Bemerkung können Sie sich verkneifen. Sie wissen doch, dass Ihre Handlung rechtliche Folgen haben wird. Sie entwenden Baumaterial. Nee, nee. Wir wollen bloß nicht, dass das hier ungenutzt bleibt. Aber das ändert doch am Fakt gar nichts. Wir wollten es ja nicht für Briefe. Ja, das müssen Sie erst mal beweisen. Ich werde mich mit Ihrem Vorsitzenden in Verbindung setzen. Herr Kollege Abgeordneter, können wir das nicht einfach so machen? Wir legen alles wieder hin. Wir haben unserem Vorsitzenden gesagt, dass das eine klare Sache ist. Ja. War es für uns doch auch. Gut, nehmen wir wirklich an, dass Sie nicht in eigennütziger Absicht gehandelt haben. Mache ich einen Vorschlag. Sie fahren die Platten zur Gartensparte. Dort wird nämlich der Jugendclub gebaut. Was denn? Die ganzen Platten? Alle dorthin fahren? In diesem Falle würde ich ein Auge zudrücken und keine Schritte unternehmen. Mann, das sind ja nachmittags... Gut, noch mal 3 bis 4 Fahrten. Na und? Mann, nee, dass an die große Glocke kommt. Eben, in Ihrem Interesse. Kann doch nicht nichts beliebiger kommen, Platten in Kracho. Ja. Überhaupt, dass gebaut wird. Sowieso nicht viel wert. Was stand denn sowas in der letzten Vorstandssitzung auf der Tagesordnung? Bin ich im Vorstand? Dann später mal nicht den Dickkopf. Hier ist doch sonst das Gras wachsen. Ich bin bloß der Wirt und bin vom Konsum. Oder wie sehe ich das? Ja, dann bist du gewissermaßen vom Konsum der offizielle Vertreter. Drück mal raus mit der Sprache. Der Konsum konnte nicht und schickte bloß die Zustimmung. Wozu denn? Nur wegen Anbau. Ach so, der Antrag von dem neuen Gartenfreund, von dem König. Genau. Das ist der, wo er seinen Garten vis-à-vis von meinem Küchenfenster hat. Der Vorstand kann nicht ohne weiteres über unsere Köpfe hinweg beschließen. Genau, worum geht's denn? Ja, ey. So fix soll das gehen? Sieht das schon aus wie auf dem Bauplatz. Naja. Die ganze Anlage wird verschandelt. Genau. Die letzte Fuhre kommt! Wir Kinder, ehrlich mal, ihr Meier und ihr Plan. Die Graf Koks von der Gasanstalt. Was ist denn los? Was hier los ist? Was wollen die Gartenfreunde gerade von Ihnen erfahren? Wer hat denn erlaubt, dass auf dem Festplatz Baumaterial gelagert wird? Na, Paul! Da, wo stand's? In der letzten Vorstand. Da musste die Baugenehmigung. Kinder, die Sache ja, geht klar. Die muss doch vorliegen. Genau. Nee, sowas muss doch vom Vorstand na, doch oder im Kasten. Herrgott, kann man mal zu Wort kommen hier. Da habt ihr schon was gesehen dabei? Nee. Na also.
Mir ist doch was faul. Oberfaul. Wie gesagt, die Sache geht klar und für die Genehmigung stehe ich gerade. Der Rat unterstützt uns. Aber wenn die Genehmigung noch nicht vorliegt, dann schlage ich vor, wir wenden uns trotzdem erstmal an den Rat. Wer weiß, wann das genehmigt wird. Und ein Dreckplatz auf Jahre hier. Also jetzt mal herhören. Jetzt seid doch vernünftig. Ihr wisst, dass wir nichts haben, wo die Jugend sich treffen kann. Na, da gehören eure Jungs auch dazu. Und die Mädels, ne? Wenn wir da was machen können, dann machen wir das doch. Nun können wir hier für unsere Jugend was anbauen. Zumal der Garten von König dankenswerterweise das Baumaterial für den größten Teil wenigstens beschafft hat. Ne? Ja, beschafft, ja. Aber wie? Werden wir noch Tischchen Ärger kriegen. An der Geschichte ist doch was faul hier. Hier ist überhaupt nichts faul. Da sollen wir denn nur abladen? Aber natürlich wird abgeladen. Im Moment noch. Also nur Schluss, Kinder. Die Sache ist nicht so groß hier. Aber nicht so groß. Wenn du nicht so blitzplatz das Zeug gebracht hättest, wär's besser gegangen. Mensch, du hast gut reden. Ich musste die Gelegenheit beim Shop verpacken. Sag mal, das ist doch Muttis Bluse. Hm? Wie siehst du aus? Willst du so unter die Leute gehen? Warum nicht? Na, soll ich dir mal sagen, wie du aussiehst? Du siehst aus wie eine... Art? Na, ist doch wahr. Die sieht aus wie... Sei doch nicht so... Wie ein Papagei siehst du aus. Bist du überhaupt in letzter Zeit so? Du machst zu viel, wirklich. Ich weiß ja, du meinst es gut, aber was zu viel ist, ist wirklich zu viel. Du sagst doch selber immer, nicht? Man kann den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun. Und was machst du? Du hast einen Sack voller Probleme am Hals und steckst mittendrin. So, Moped im Stall. Vati, du bist einsame Spitze. Die Truppe ist ganz begeistert. Die meisten haben schon gesehen. Bloß deine Gartenfreunde sind sauer. Ralf, Junge, wir wollen noch was miteinander besprechen. Bitte. Dich auch. Du, Vati, die Truppe. Hast du deine Schulsachen für morgen gepackt? Ja. Dann schlaf gut. Hm? Und nicht mal mehr reden kann man mit euch. Wir sind uns ja einig, oder? Ja. Helga, denkst du, ich weiß nicht, welche Sorgen du dir machst. Die mache ich mir auch. Aber verlang bitte nicht von mir, dass ich die Sache aufgebe. Man kann die Jungs jetzt nicht enttäuschen. Ja, entschuldige mal, dafür sind doch auch noch andere da. Und überhaupt, wenn die Sache schief geht... Die Platten, das ist eine ganz windige Geschichte. Och, das riskiere ich. Das riskierst du ja. Du fühlst dich doch selber nicht wohl dabei. Zu Hause gibt es ja überhaupt kein anderes Thema mehr. Familienleben ist doch gar nicht mehr drin, Gerhard. Ja, du hast ja recht. Ich weiß selber, dass wir uns eine Menge Ärger ersparen würden, wenn ich mich raushalte. Allerdings. Aber ich gehe mir dabei sehr beschissen vor. Ich will die Sache zu Ende bringen. Gerhard. Probe kannst du bauen, Vati. Und was du bloß hast, dir kann doch gar nichts passieren bei der Sache. Du sei bloß ruhig. Du hast uns die ganze Geschichte nämlich eingebrockt. Mit dem Telefon und... Das stimmt allerdings, mein Sohn. Ja, das ist doch wahr. Ach, Vater dreht durch. Der sieht sich schon halb im Knast. Du, hau ab. Vati? Ach, Vati, nun lass doch mal. Weißt du was? Am besten, du rufst gleich mal beim Gericht an und fragst, welche Strafe du im Höchstfall kriegen kannst. Dann weißt du Bescheid. Ja. Und wir stricken dir Socken und schicken dir kleine Päckchen ins Kittchen. Die sagen dir auch gleich, ob du Bewährung kriegst oder verschärfte Einzelhaft. Ja. Ach, Morgen, Gerhard. Morgen. Ha? Morgen. Morgen. Guten Morgen. Ist was? Schon, aber... Also, was liegt an? Ach, ich habe da so einen Fall und ich weiß nicht, wie das vom Recht her ist. Da will einer für ein Baumaterial nehmen, was schon seit Ewigkeiten irgendwo im Wald herumliegt und um das sich keiner mehr kümmert. Was ist denn das für ein Material? Och, das sind so Bauplatten. Der eine wiegt da ein paar Zentner. Wer ist der Eigentümer? Ja, der ist ja eben nicht bekannt. Ja, na, dann ist das ja ein klarer Fall. Also, er will das nicht für private Zwecke. Das ist ein völlig unbescholtener Mann. Kann denn der da gerichtlich belangt werden? Unbescholten hin, unbescholten her. Der soll die Finger davon lassen, solange der Eigentümer nicht ermittelt ist. Mhm. Sonst ist das Diebstahl. Ah ja. Ja, das ist ja klar. Na, schönen Dank. Ja, ich muss dann. Also. Und überhaupt, der soll den Fund melden. Am besten bei seinem zuständigen Abschnittsbevollmächtigten. Thank you.
das ist eine Schweinerei mit den Platten. Woher weißt du denn das? Weil ich sie gesehen habe. Die Platten für die Seitenwände sind doch alle falsch furniert. Platten hier, Platten da. Guck mal, ja, Platten. Ich kann das Wort Platten schon nicht mehr hören. Wieso? Ja! Also nochmal. Sie haben eine Baugenehmigung für ein Jugendobjekt in der Kleingartensiedlung. Ja. Und wollen jetzt von mir eine Materialzuweisung über x Stück Bauplatten dafür. Ja, und die Platten haben wir schon. Moment mal, keine Platten? Nein, unsere Platten sind verschwunden. Und ach, die hat man ihnen geklaut? Nein, wir haben die Platten gefunden. Die sind irgendwo liegen geblieben und wir haben sie gefunden. So gefunden? Ja. Gefunden haben sie die. Ja. Interessant, was alles so liegen bleibt und gefunden wird. Also, lieber Kollege, ich möchte die Platten nicht illegal behalten, sondern von Ihnen eine ordentliche Materialzuweisung bekommen. Ja. Hören Sie, ich bin Abgeordneter beim Rat der Stadt Derenburg. Hier ist mein Ausweis. Na, Sie sind ein Spaßvogel. Wieso? Ich kann doch nicht zuweisen, was mir keiner zugewiesen hat. Schließlich steht meine Unterschrift unter dem Dokument. Und ich kann mich ja nicht an Volkseigentum vergreifen. Ja, aber wenn kein besonderer Eigentümer unter den Volkseigentümern zu finden ist, dann muss man doch die Platten neu verteilen können. Und der Fundort, der liegt in Ihrem Bereich. Die kann ja jemand hingefahren haben. Nee, nicht mit mir. Aber wenn bei Ihnen Material verschwindet und einer kommt und sagt, hier ist es, ich habe es gefunden, was ist denn dann? Also erstens kommt das bei uns nicht vor. Und zweitens bekomme ich dann einen Bericht des jeweiligen Mitarbeiters mit Unterschrift etc. Und dann wird das ordnungsgemäß abgeschrieben. Übrigens gebe ich Ihnen pflichtgemäß darüber Auskunft, weil Sie als Abgeordneter Einblick haben müssen. Ich bekomme also keine Materialzuweisung für meine gefundenen Platten? Nee, Kollege. Bei mir nicht. Naja. Mal unter uns. Die Story mit den Platten ist ganz schön pfiffig. Aber ich verstehe, Wachsamkeit ist alles. Ist auch meine Devise. Aber glauben Sie mir, bei uns ist alles in Ordnung. Ja. Da kann man ja ganz beunruhigt sein. Jawohl, Kollege. Wieso beunruhigt? Spreche ich mit dem Bürgermeister? Ja, ich wollte Sie nur mal darüber informieren, was Ihre Herren Abgeordneten so treiben. Ja, Herr König zum Beispiel hat sich unrechtmäßig Bauplatten angeeignet, ja. Worum es geht, Bauplatten angeeignet. Und die hat er in der Kleingartenanlage versteckt. Woher wollen Sie denn das wissen? Und wer sind Sie denn? Ein Bürger Ihrer Stadt, der auf die Einhaltung der Gesetze achtet. Wer? Dass es keine Stimme aus dem Jenseits ist, kann ich mir denken. Aber Ihren Namen werden mein Sie Name mir doch... Mein Name tut doch hier gar nichts zur Sache. Ich will Ihnen mal was sagen. Unsere Abgeordneten und gerade der Abgeordnete König hat bisher immer im Sinne der Bevölkerung und des Staatsapparates gehandelt. Ich habe gar keinen Grund daran zu zweifeln. Erst recht nicht, wenn es sich um anonyme Beschuldigungen handelt. Also prüfen Sie es erst mal nach. Aufgelegt. Naja. Glaubst du? Warum nicht? Ach, Quatsch. Und ausgerechnet in der Kleingartenanlage, wo gerade ein Teil dieser Anlage den Neubauten weichen muss. Sie bekommen zwar ein neues Gelände, aber Ärger haben wir da schon genug. Ja, manche trifft's hart. Besonders viele ältere Bürger. Aber was hat König bloß wieder angestellt? Thank you.
Das soll nun das Urteil sein. 5 Tage arbeiten und den Schaden ersetzen und der Rest bekommt überhaupt nichts. Naja, die Jugend kann sich eben alles erlauben. Ein lasches Urteil. Aber der Junge hat sich doch vorher nie was zu Schulden kommen lassen. Ich kenne Fälle, da waren die Urteile nicht so milde. Da waren die Täter ja auch nicht unbescholten. Da hatten sie schon was auf dem Kerbholz. Wie hat doch der Richter gesagt? Auch bei dieser Nachrichtenstörung, ja, muss man die ganze Persönlichkeit sehen. Ach, und die übrigen Flapse, die feixen uns aus. Die haben doch gar nicht mitgemacht. Aber sie waren doch dabei. Fanfan der Husar, was? Sagen Sie mal, wie alt sind Sie eigentlich? Wenn Ihr Sohn versucht hätte, auf die Art die Platten an Land zu ziehen, hm? Ist das nicht ein bisschen bürokratisch? Sie sind doch sonst nicht so. Denn wenn ich zu den Platten auch noch die Projektierung hätte, also wetten, dass das läuft? Nee, darauf lasse ich mich nicht ein. Bevor nicht die Besitzverhältnisse geklärt sind, ja, spielt sich mit Projektierung nichts ab. Sie wissen doch, wie pinglich sowas gehandhabt wird. Ja. Also nein, nein und nochmals nein! Es ist auch politisch nicht zu vertreten. Für einen Abgeordneten gibt es nur einen Maßstab. Und das ist das Gesetz. Aber es gilt auch, Diebstahl an Volkseigentum zu verhindern. Und er ist eingeschritten, um das Material sicherzustellen. Ja, aber dafür gibt es einen Dienstweg. Und wenn der Instanzenweg zum Hemmschuh wird, was ist dann? An unserer Ordnung kann nicht jeder herumspielen, wie es ihm gerade gefällt. Darf ich mal was sagen? Ich meine wegen Ordnung. So, horchen Sie neuerdings? Na, bei Ihrer Lautstärke ersetzen Sie doch klar deinen Stadtfunk. Na bitte. Also, ich habe die Platten auch schon im Wald gesehen. Ich habe aber nicht daran gedacht zu melden, dass da eine ganze Menge Material rumliegt. Also, Müllerin, fangen Sie jetzt auch schon damit an! Ich meine, ich habe das da liegen sehen und 100 andere auch, aber keiner hat die Schlamperei erkannt. Och, ne, sowas verführt ja richtig zum Klauen. Und jetzt, wo es nun passiert ist und einer dazwischen geht, da fällt hier gleich alles über den König her. Also ganz allein hat er auch nicht Schuld. Ja, das wollte ich mal dazu sagen. Also Müllerin, ich habe nicht gewusst, dass dort im Wald Platten schmoren. Aber ich ziehe mir mal wieder die Jacke an, die Sie uns anbieten. Sie gehen alle städtischen Bauvorhaben der letzten... Ja, wie? Naja, ein Jahr liegen die bestimmt schon. Außerdem möchte ich, dass die ABE informiert wird. Ja. Kollege König wollte dort selbst alles melden. Das ist zum Beispiel kein Fehler. Gut. Gegenstimmen? Naja. Damit wäre die Mehrheit für den Anbau des Jugendclubs. Die Kollegin Bergner wird uns jetzt mit den Einzelheiten bekannt machen. Der Vorstand hat beschlossen, den Bau schnellstens hochzuziehen. Wir haben sogar schon 2 Väter als Maurer gefunden. Ja, die Jungs, die wollen auch kräftig mitmachen. Na Richard, nun musst du doch deine Bauarbeiterversorgung klar machen. Ne? Dein Rubel kommt ins Rollen. Was brauchst du? 14 Pfennig. Lass dir doch was Besseres einfallen. Ach, ich bin so froh. Ja, ja, das ist bloß, Was denn? Da kann dann irgendwas schief gehen? Nein, nein. Im Prinzip nicht. Ich habe die Entwürfe mit. Ja, zeigen. Ich hoffe nur, dass Sie Verständnis dafür haben. Verständnis? Wofür? Aus vielerlei Gründen ist der Anbau nur an einer Seite möglich. Na und? Ach so, Mädchen, deine Sorgen möchte ich haben. Hauptsache, es wird überhaupt gebaut. Kann man was sehen? Ja. Und zwar hier. Aha. Ja. Du musst ja meinen Garten weg. Naja, durch die Neubauten hat sie auch andere getroffen. Aber bei mir kam es ein bisschen plötzlich. Du kriegst einen neuen Garten. Der wird genauso schön. Ja. Übrigens, die Erschließungsarbeiten, da macht auch dein Betrieb mit. Bei den Erdarbeiten hilft die LPG. Na, auch ohne Platten. Und hier hinten wird noch was frei? Das habe ich gar nicht gewusst. Wo ist denn nun meiner? Na, komm mal mit. Hier. Musik.
Die... Meine Truppe ist da auch noch da. Mitgegangen, mitgefangen.